Hallo und herzlich willkommen bei Seenluft 24, der Tag mit den Nachrichten vom 25. November 2021. Nach dem am Mittwoch vorgestellten Koalitionsvertrag der zukünftigen Bundesregierung mahnt der Energiekonzern LEAG eine verantwortungsvolle Prüfung der Kohleausstiegspläne an. In ihrem Papier hatten die Ampelparteien statt 2038 das Jahr 2030 als Idealziel genannt. Das müsse nicht nur die Menschen in der Kohleregion Sorge bereiten, so Dr. Helmar Rendes, Vorstandsvorsitzender der LEAG. Die Pläne betreffen auch Industrie und Gewerbe, Verbraucherinnen und Verbraucher. Die zukünftige Bundesregierung würde die Sicherheit und Bezahlbarkeit der Energieversorgung ebenso in Frage stellen wie die erfolgreiche Strukturentwicklung in den Bergbauregionen, so Rendes. Der Radrundweg um den Senftenberger See ist wieder komplett. Am vergangenen Mittwoch wurde er in der Kreisstadt der jüngste sanierte Abschnitt dafür freigegeben. Einige Wochen war der Radweg am Senftenberger See im Bereich des ehemaligen Schullandheimes am Alten Wehr vollgesperrt. Grund waren Sanierungsarbeiten und das Einbringen eines Wurzelschutzes auf einer Länge von etwa 500 Metern. An diesem Mittwoch haben Landkreis, Stadt- und Zweckverband LSB den Abschnitt nun wieder freigegeben. Der Weg ist Teil der sogenannten Seenlandroute und gehört zu den ausgewiesenen Fernradwanderwegen im Landkreis Oberspreewald-Lausitz. In deren Sanierung fließen derzeit knapp 11 Millionen Euro. 90% kommen als Fördermittel vom Land, der Rest entfällt auf die Kommunen. Die Stadtwerke Senftenberg beginnen am 1. Dezember mit dem Ablesen der Strom-, Gas- und Wärmezähler. Damit beauftragt sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Metering-Service-Gesellschaft. Stadtwerke-Kunden werden gebeten, ihnen Zugang zu den Zählern zu ermöglichen. Die Ableser können sich ausweisen und werden weder Verträge abschließen noch Gelder kassieren. Sollten bei ihnen bis zum 23.12. eine Ablesung nicht möglich sein, können sie die Zählerstände unter anderem auch per Mail oder Ablesekarte mitteilen. Die Amateurfußballer in Brandenburg gehen in allen Altersklassen ab sofort in die Winterpause. Das beschloss der Landesverband in Abstimmung mit den Kreisen und dem Krisenstab. Damit werden Pflichtspiele bis zum 31.12. abgesetzt. Ein ordnungsgemäßer Spielbetrieb und die kurzfristige Organisation der 2G-Regelung durch die Vereine sei unzumutbar. Trainingsbetrieb unter den in der Eindämmungsverordnung genannten 2G-Bedingungen stehe den Vereinen frei, schreibt der Verband. Allerdings hätten ungeimpfte und nicht genesene Personen ab 18 Jahren, Trainer, Eltern, Funktionäre und Schiedsrichter eingeschlossen, keinen Zutritt zu den Sportanlagen. Und das sind weitere Kurzmeldungen. Rulands Bürgermeister Thomas Hönsch und der Schiedsmann Alfred Müller haben neue Diensträume. Eingerichtet wurden sie im Gutshof 2 in Ruland. Dort bietet Thomas Hönsch Sprechstunden an jeden zweiten und vierten Dienstag im Monat in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr an. Aufgrund des Pandemiegeschehens findet das ursprünglich am Standort Senftenberg der BTU in Präsenz geplante deutschlandweite 5. Forschungssymposium Physiotherapie am 26. und 27. November mit rund 200 angemeldeten Teilnehmern nun komplett online statt. Weiterführende Informationen gibt es unter www.btu.de. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation hat der Dorfclub Meurow sein Adventsfest abgesagt. Für Weihnachtsstimmung in der Gemeinde sorgen die Kita Sonnenschein mit dem Dorfclub. Gemeinsam schmückten sie eine Blautanne in der Gemeinde. Im Namen des Clubs wünscht der Vorsitzende Michael Hertel allen eine gesegnete Weihnachtszeit. Zum internationalen Tag Nein zu Gewalt an Frauen zeigt der Landkreis Oberspreewald-Lausitz Flagge. Seit diesem Donnerstag wehen in Senftenberg und Karlau Fahnen mit der Aufschrift »Wir sagen Nein zu Gewalt gegen Frauen«. Der internationale Gedenk- und Aktionstag will häusliche Gewalt in den Fokus rücken und Betroffenen, Opfern, Tätern und Angehörigen Lösungen anbieten. Laut Kriminalstatistik wurden 2020 im Land über 5.200 Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt registriert, ca. 20% mehr als ein Jahr zuvor. Und das sind die aktuellen Polizeimeldungen. In Lauchhammer wurde eine 81 Jahre alte Frau Opfer eines Betrügers. Die Seniorin war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Liebenwerder Straße angesprochen worden. Ein Unbekannter wollte Geld wechseln lassen. Kurz darauf war ihre EC-Karte verschwunden. Als sie den Diebstahl ihrer Hausbank meldete, hatte der Täter bereits Bargeld abgeholt. Kontakttelefonnummern und Hinweise zum Schutz vor aktuellen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei.brandenburg.de.
Auf der Bundesstraße 169 zwischen Brieske und Schwarzheide erfasste am Mittwochabend gegen 23.30 Uhr ein Pkw ein Wildschwein. Das Auto war dabei mit einem Schaden von etwa 5.000 Euro nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bereits eine Stunde zuvor kollidierten auf einer Straße zwischen Peikwitz und Niemsch ein Pkw und ein Reh. Blechschaden hier rund 2.000 Euro. Beide Tiere flüchteten im Anschluss. Und das waren die Nachrichten und nun wie gewohnt noch das Wetter. Egal ob frühlingshaft mild, sonnig, regnerisch oder frostig. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von den Stadtwerken Senftenberg, Ihrem Partner für Gas, Strom und Fernwärme. Freitags bleibt es trocken, die Temperaturen liegen bei 1 bis 5 Grad. Die Sonne wird morgens bis abends von den Wolken bedeckt sein. Am Samstag gibt es tagsüber ungestörten Sonnenschein. Die Höchsttemperatur erreicht 5 Grad. Am Abend wird es einen leichten Sprühregen geben. Der Sonntag bleibt stark bewölkt. Hin und wieder wird es regnen bei Temperaturen von 1 Grad. Nachts wird es einen leichten Schneefall geben.